Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Info Thüringen. Wir starten heute nochmal durch zur weiteren Folge heute am Mittwoch. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Wir kaufen heute mal ein neues Maisgebiss für unseren Dasche. Aktuell haben wir zwar keinen Mais da, aber da wir aktuell eher am Händler sind und eh mit dem Gerät hinfahren, zurückfahren müssen wir eh was kaufen, da wir das für vorige Jahr kaufen wir gleich. Das passende Farbe zum Dasche. Da haben wir schon. Die Aussaat ist auch erledigt. Korrektur von Gerste auf Raps. Machen wir jetzt fertig. Jetzt nehmen wir gleich den anderen auch mal mit. Aber erstmal müssen wir schauen, dass wir da hinkommen. Und Kontrolle machen, ob das alles schön, es ist alles schön bis auf kleine Punkte, da hoffen wir mal, dass nicht passiert. Fahren wir gleich zurück und das werden wir auch gleich aufladen. Am Hof. Jetzt können wir wieder auf 5 gehen an der Geschwindigkeit, das passt schon so. Ja, jetzt heißt es wieder weiter arbeiten. Grätsche haben wir gekauft. Müssen wir noch schauen. Den Maschinen zurückbekommen. Damit wir das Ich habe den Drescher ein bisschen gefahren. 0,7 Schaden. Muss ich nicht verstehen. Hängt der jetzt fest? So, jetzt fahren wir den nochmal zurück Richtung Heimathof. Man kann auch zur Not Sonnenblumen mit diesem Gebiss machen. Nur nicht mit der Geschwindigkeit wie mit anderen Gebiss. Aber da habe ich es ja auch nicht gedacht. Falls wir mal irgendwann Körnermais machen, wird da das entsprechend auch in Betracht ziehen. Wann genau? Das weiß ich noch nicht. Da wir jetzt im Prinzip, also 38 wäre theoretisch möglich von der Fruchtfolge her, weil Sonnenblumen und Körnermais was anderes ist. Aber ja, die Farbe ist nicht identisch, ne, von Dreschern her. Ne? Gut, das können wir vielleicht mal umlackieren, das ist nicht ein Problem. Ist im Grunde auch egal. Aber gut. Das ist die heutige dritte Folge. Muss wieder irgendwie im alten Rhythmus reinkommen. Das heißt, Freitag die eine Sache machen,
auf diesem Marsch Freitag anfangen zu bearbeiten, Samstag Rest, dann hochladen und Sonntag Vormittag Rest hochladen, notfalls, und dann Sonntag Thüringenkarte. So laut Plan. Nach Möglichkeit nicht durcheinander kommen mit den ganzen Sendeterminen. Deswegen ist da ganz gut, wenn man ein bisschen Routine hat, den gleichen Rhythmus, so dass man im Prinzip da nichts schief gehen kann. Ich meine, gut, wenn mal eine Folge zusammen kommt, aber das geht an sich nicht, das macht YouTube nicht. Da kommt eine Fehlermeldung. Also wenn jetzt eine Folge jetzt drei Folge kommen würden und dann mal eine, das wäre nicht schön, aber Hauptsache das halbwegs in derselben Reihenfolge, wie es sein soll, ne? Nicht durcheinander, das ist ein entscheidender Punkt. So, dann wird er auch da. Den fahren wir zum Hof. Und dann müssen wir uns irgendwann Gedanken machen mit einer schönen Unterstellmöglichkeit. So eine Art Durchfahrgarage. Und da muss ich mal schauen, wo ich das am besten hinstelle. Da, wo die Wiese ist, am besten. Im Feldweg. Wenn wir gleich mal durch drum kümmern. So, heute ist mein letzter Tag im Urlaub. Und dann beginnt der Alltag von vorne. Haben wir Feiertage, das dauert ein bisschen. Noch sehr lange hin sein. Und einige Feiertage, zwei Feiertage sind genau am Samstag. Also, so, die Halle, wie am besten? Da, wo die Geräte stehen, am besten. Das wäre das Beste, rein theoretisch. Da, wo die Maschinen stehen. Oder wir stellen die doch ein bisschen anders hin. Und zwar soll es eine Durchgangshalle sein. Nun muss ich aber echt gucken, ob ich so eine überhaupt habe. Das sieht nicht so aus. Weil so eine Halle, das ist ja, bringt ja auch vorne. Sowas hier. Nochmal größer war nicht schlecht. Schüttguthalle. Ist schon ein bisschen so was hier. Dekoration, das ist ja wohl ein Witz. Können wir gar nicht machen. Das wäre aber ein guter Unterstand, ne? Im Fahrzeug drin wäre ungünstig. Im Weg auch. Hier so am besten. Geil, nach dem Preis guckt. So. Hoffen wir mal, die Halle ist auch regendicht und schneedicht. Das ist das nächste Problem. Boah. Ja, das ist jetzt etwas
sehr ungünstig. Ne? Oh, das kriegen wir alle hin. Wir müssen nur ein bisschen ausgleichen. Weil ich Lust und Laune habe. Aber eins steht fest, so hat das ein bisschen mehr System. Ne? Dann müssen wir ein bisschen aufräumen, was wir schon noch machen, das ist ja sonst. Fahren wir ganz rechts an, ran an die Pfeile, an die Stahlträger. Ja, versuchen, noch ein bisschen Bier reinzubekommen. Notfalls den Traktor wieder rausnehmen. Ja, der hat sowas nicht. Ach ja. Ich muss mal gucken, wo ich hier... das gut festgemacht bekommen. Das ist nämlich ganz interessant. Fährt sich so etwas ungünstig, sei mal so ganz vorsichtig. Das bringt auch keine Punkte. Und da fehlt noch nichts draußen, wo man was anhängen kann. Fahren wir die Kurve mal so rum, ne? Aber das ist ja nur, wenn ich da nichts Besseres finde, dann muss ich mal schauen, ob ich da was finde. Beim Umrüsten vielleicht, wenn man was bauen kann. Weil das ist ja so ungünstig. Verkaufen kann man auch was. Sollte eigentlich ganz gut im so. Hier was sein. Reifenvariante. Michel Mitras. Transport.
Ist nicht das, was ich suche. Gut. Macht nichts. Zur Not wird er verkauft. Nur zur Code, zur Not. Genau. Die Zunge war ja hier. Beinahe versprochen. Beziehungsweise ich habe mir versprochen. Mann, das ist ein großer Tank, der mich interessiert. Korntank. Das andere Wissen ist ungünstig. Ich krieg ja nie da hingelenkt. Hat er in Richtung gekriegt. Oi, oi. Da ist es nicht so günstig. Komm vorbei. Gerade so. Das war ein Mist. Bringt der überhaupt fest? Auch ganz komisch. Na, den bekomme ich. Plagen wir nicht lange rum. Verkehrt im Menü. Garage. So. Der ist es nicht. Oder war es der? Na, jetzt haben wir nicht viel. Sind wir raus auf dem Bildschirm. Na, gehen wir gar nicht erst lange. Da nehmen wir uns einen alten, gewohnten Freund. Schauen wir noch eine schöne Farbe. Na, gelb wollen wir nicht nehmen. Orange. Ja, mal Orange Thema, aber egal. Ich bin fast pleite. Wenn wir wieder Holz machen. Wir wollen noch eine zweite Halle bauen. Das geht gar nicht. Weil. Wollt ihr die Halle gesehen? Na, hier nicht. Deko.
Na gut, kaufen können wir eh nichts. Dann müssen wir erstmal Geld verdienen. Das heißt, ein LKW. Das ist da hinten beim Händler. Dann würden wir Holz verkaufen. Töte Lenkung nicht. Dann seid mal Schüssel wegen Gewinke. Ja, hoffen wir sehen uns morgen wieder. Und dann schaut mal, ciao. Bis dann, ciao.